Na, auch gelangweilt von monotonen und immer gleich emotionslosen Vorträgen? Doch das muss nicht sein. In diesem Tutorial erkläre ich dir die drei wichtigsten Grundsätze für eine gute Präsentation. Viel Spaß! Zu einem überzeugenden Vortrag gehören aus meiner Sicht drei Kernelemente: die Körpersprache, die Sprache und der Inhalt des Vortrages. 7%, 38%, 55%. Das sind Werte, die Studien gefunden haben und die sie diesen eben genannten Kernelementen zuordnen würden. Wie viel Prozent, denkt ihr, wiegt welches dieser Kernelemente? Im Mittelfeld mit 38% die Sprache, also die Art zu betonen und die Art zu sprechen. Darauf folgt mit 55% die Körpersprache, also unsere Mimik und unsere Gestik, die wir beim Sprechen einsetzen, und mit lediglich 7% am Schluss der Inhalt. Das soll zwar keineswegs bedeuten, dass der Inhalt eurer Präsentation unwichtig ist, keinesfalls. Viel eher, dass ihr durch den bewussten Einsatz von Sprache und Körpersprache einen gewissen Einfluss auf Menschen ausüben könnt. Bevor du überlegst, über was du eigentlich sprechen möchtest, solltest du dir Gedanken darüber machen, auf welchem Wissensstand dein Publikum überhaupt ist. Du willst sie schließlich weder überfordern, noch willst du sie langweilen. Viele Menschen machen sich leider kleiner, als sie sind. Sie haben ein geringes Selbstwertgefühl, ein geringes Selbstbewusstsein. Das kann oft hinderlich sein, wenn man vor vielen Menschen sprechen möchte, denn dann fühlen sich viele dieser Menschen eher unsicher, eher unwohl in ihrer Haut. Das muss nicht sein, wenn man sich inhaltlich gut vorbereitet. Sprich daher deinen Vortrag, bevor du ihn hältst, mehrere Male, eventuell vor einem Publikum aus Freunden oder dem Bekanntenkreis durch, alternativ natürlich auch vor dem Spiegel, die übliche Technik, die man schon von so vielen Leuten zu hören bekommt, und bereite dich intensiv auch auf die Fragen vor, die dein Publikum dir stellen könnte. Denn erst wenn du dich wie ein Experte deines Themas fühlst, dann gehst du sicher in die Präsentation und fühlst dich um einiges wohler, wenn du dann am Endeffekt präsentierst. Heutzutage bekommen teilweise Babys von ihren Eltern schon Englischunterricht, indem sie vor dem Kind Englisch sprechen. Man möchte ja, dass es das Kind später leicht hat. Doch im Endeffekt wird es nicht funktionieren. Es wird sich kein Lerneffekt einsetzen, weil die Eltern sich vor dem Kind verstellt haben. Und darauf möchte ich hinaus. Ihr sollt authentisch bei eurer Persönlichkeit bleiben und euch nicht verstellen und vor allem auch nicht den Stil eines anderen imitieren. Mit der Sprache und speziell der Betonung könnt ihr spielen. Variiert die Geschwindigkeit, mit der ihr sprecht. Sprecht einmal langsamer, einmal ruhiger, einmal besonnen und ändert eure Stimmlage. Zum Beispiel einmal zu etwas aggressiver, auf der anderen Seite dann wieder ganz besonnen. Versucht also eine gewisse Varietät durch Stimmhöhe, Geschwindigkeit, Tonlage und Betonung bestimmter Wörter einzubringen. Das Ganze macht den Vortrag weniger monoton und interessanter zum Zuhören und ihr könnt eure Botschaft besser vermitteln. Stelle sicher, dass du die ungeteilte Aufmerksamkeit deiner Zuhörer hast. Wenn du zum Beispiel auf eine Bühne, vor eine Klasse oder vor eine Arbeitsgruppe gehst, warte ab, bis von selbst Ruhe eingekehrt ist und beginne dann ganz einfach zu sprechen. Zum Beispiel mit einer besonders beeindruckenden oder überraschenden Einleitung. Nutze außerdem Mimik und Gestik, also steh nicht starr auf der Bühne herum, sondern nutze deine Hände und dein Gesicht, um Ausdruck zu verleihen und deine Botschaft insgesamt greifbarer zu machen. Ich kenne viele Menschen, welche ständig darüber nachdenken, was in diesem Moment andere über sie denken. Das kann sehr gut sein, um sich beispielsweise selbst zu reflektieren, kann aber auch hinderlich sein, da du dich dadurch dem Massengeschmack anpasst und deinen individuellen Stil ein wenig loslässt. Versuche daher, bei einer Präsentation ganz bei dir zu sein und dich darauf zu fokussieren, deine Botschaft an das Publikum zu vermitteln und dich nicht jederzeit den Erwartungen komplett anzupassen, sondern vielleicht auch mal ein wenig zu überraschen. Und das sind sie, meine drei Grundsätze für erfolgreiche und gute Präsentationen. Ich hoffe, euch mit diesem Video weitergeholfen zu haben und bin sehr gespannt auf euer Feedback nach diesem doch etwas anderen Video hier im Tutorial Center. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, genauso wie wenn ihr noch weitere Tipps für gute Vorträge habt. Ansonsten kann ich euch jetzt nur noch viel Erfolg und viel Glück wünschen für eure nächste Präsentation.